Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Kelvin und ich werde wieder eure Fragen beantworten. Wir sind bei Folge 11, richtig? Okay, ich bin gespannt auf die heutigen Fragen. 5 Fragen, 5 Antworten, let's go! Gar nicht. Wie säubert man Hintergründe im Studio? Ich habe mal gehört, man kann sie umdrehen, ja, die Papierhintergründe, dann sind sie wieder sauber. Wir säubern gar nicht, wir schneiden ab und bestellen dann irgendwann neue. Fällt mir gerade ein, wir müssten mal neue bestellen, ne? Die sind ein bisschen schmutzig, zumindest mal in den grauen und in den weißen. Ja, mehr haben wir auch nicht. Nee, wir säubern echt nicht. Ich habe noch nie einen gesehen, der weiße Papierhintergründe säubert. Wie soll das gehen? Ja, das ist eine Frage. Also wir haben Papier und Papier kannst du schlecht säubern. Deswegen, wir schneiden ab und bestellen neue. Ich sehe da gar keine Unterschiede, weil ich gar keine Unterschiede vergleiche. Ja, ich bin keiner, der Kameras testet, ranzoomt oder wie auch immer. Ich sehe eigentlich nur Unterschiede in Objektiven, aber nicht in Kameras. Ja, also da müsste ich mich viel mehr mit befassen, mit technischen Aspekten und so weiter. Klar, bei meinen eigenen Kameras kann man da jetzt zum Beispiel sagen, okay, da ist die Auflösung größer und kleiner, aber in dem Bereich, wo ich mich bewege, fotografisch, sehe ich da in der Qualität keinen Unterschied von Kameras. Also gut, wenn ich jetzt eine 300-Euro-Kamera habe und dann, was weiß ich, eine 3000-Euro-Kamera, dann sieht man das vielleicht schon. Aber primär, nee, da bin ich der Falsche. Das sehen vielleicht Produktfotografen oder Werbefotografen, die da, was weiß ich, total die krassen Bilder machen. Die sehen es vielleicht. Bei mir gibt es nur Unterschiede in den Linsen. Genau. Und ansonsten, gut, vielleicht im Rauschverhalten. Ja, da sieht man oft bei den Kameras einen Unterschied. Aber wie gesagt, Leute, stellt mir keine technischen Fragen. Ich bin kein Kameratester oder der da vergleicht. Mir ist das alles so Schnuppe. Ja. Ich brauche nicht so viele Funktionen in der Kamera, deswegen müsst ihr da echt andere fragen. Geil, Enrico, eben gerade noch gesagt, so die technischen Fragen. Ja, sieht man einen großen Unterschied. Ja, du siehst einen großen Unterschied im Bokeh, ja, weil 1,2 ist 1,2er Bokeh und 1,8er ist 1,8er Bokeh, ganz klar. Du siehst aber auch in der Abbildungsqualität natürlich einen Unterschied, ja, weil die eine Linse kostet, was weiß ich, 350 Euro. Was kostet das 85 1,2er? Fast 2000 plus minus. Das siehst natürlich auch einen Unterschied in der Abbildungsqualität. Aber ich kann jetzt sagen, wie viel der Unterschied ist. Testet es doch einfach. Ja? Also was wollt ihr jetzt mit so einer Anmerkung, wenn ich jetzt sage, ja, dann sieht man den Unterschied, hat doch keiner was davon. Am besten mal die zwei Linsen nehmen, auf Messen oder irgendwo vergleichen oder schaut euch die Bilder an im Internet. Aber weil du ja vielleicht an meiner Meinung interessiert bist, das 85mm 1,2er Objektiv ist ein Biest. Ja? Und das 85mm 1,8er ist eine geile Linse. Elke war das, ne? Elke, der Julius hat heute lauter technische Fragen rausgesucht. Willst du mich ärgern? Gut, ich werde ja ständig gefragt zu der Meinung der Kamera. Ich habe da auch bewusst jetzt noch nie so ein Video hochgeladen, weil ständig Diskussionen aufkommen, wie da was besser ist. Und das ist so langweilig. Es ist so. Mit der 5 DSR muss man anders da fotografieren wie mit einer 5 D Mark III. Es ist wirklich so, dass ich anfangs oder immer noch Probleme habe, wenn wenig Licht vorhanden ist, dass möglichst viele Bilder scharf werden. Ja? Es ist eine andere Art der Fotografie. Für mich ist die 5 DSR eine Kamera, wo du auf Stativ nicht bewegte Motive fotografierst. Also Landschaften geht eigentlich auch noch. Oder im Studio eben, ja, mit Blitzlicht. Dafür ist die Kamera Bombe. Aber wenn ich jetzt Hochzeiten fotografieren würde, wo manchmal die Lichtverhältnisse nicht gut sind, würde ich definitiv sagen, das wäre nicht meine Kamera. Deswegen werde ich jetzt, nicht weil ich Hochzeiten fotografiere, sondern ich werde mir jetzt auch Gedanken machen, weil ich halt noch eine Lowlight-Kamera will. Also wenn wirklich Lichtverhältnisse schlecht sind, die auch schnell ist und so weiter und mit hoher ISO fotografieren kann, werde ich jetzt mal schauen und vielleicht noch ein paar Kameras testen.
Aber es ist nicht so extrem, wie man denkt. Also auf Stativ fotografieren, nee. Ja, also es kommt darauf an, was du fotografierst. Also ich bin happy mit meinen People-Aufnahmen. Ich war jetzt zum Beispiel in Indien, das muss ich noch ganz kurz sagen, und habe mit der 5DSR und einem 85mm 1.2 Objektiv fotografiert. Und wir sind im Bus zurückgekommen, ich war eine Stunde unterwegs, habe Menschen fotografiert. Ich kam mit 8 geilen, knackscharfen Bilder zurück und habe 35 Mal abgedrückt, ja, und habe 8 geile Bilder gehabt. Da habe ich auch gedacht, Alter, Wahnsinn. Aber es war taghell, ja, es war richtig hell, viel Licht da. Ich habe mit einer Belichtungszeit von einem Tausendstel oder kürzer fotografiert. Da funktioniert es gut. Aber wenn du da mit einem 125stel irgendwie auf der Straße unterwegs bist und dann noch ISO 640, ist nicht so mega gut. Und deswegen muss jeder selbst entscheiden, ob die Kamera für ihn in Frage kommt. Phil, das war doch mal eine gute Frage. Steilvorlage für unsere Bootcamps. Ob du 18 sein musst, weiß ich gar nicht ganz genau. Das müsste ich jetzt mal mit der Agentur abklären. Also von meiner Seite aus nicht. Von meiner Seite würde auch 15, 16 plus gehen. Müsstest du mir mal eine E-Mail schreiben, ob das rechtlich okay ist. Dann kläre ich das mit der Agentur ab, ob da die Unterschrift der Eltern reicht. Ich würde mich aber persönlich dafür einsetzen, also dass man also mit 16 oder so aufwärts dürfte das überhaupt kein Problem sein. Denn gerade auch Jüngere sollten mal in den Genuss kommen von so einer Fotoreise. Ja? Und mit 16 ist man erwachsen genug, um daran teilzunehmen. Schreibt eine E-Mail, wenn ihr dabei sein wollt. Lasst es euch schenken zu Weihnachten oder zum Abschluss oder was auch immer. Und dann geht's, ja, wilde Abenteuer erleben. So, letzte Frage war das. Dann sage ich mal wieder vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Anmerkungen habt zu meinen Antworten oder zu den Fragen oder noch Ergänzungen, schreibt es ebenfalls in die Kommentare. Ja, ich scroll da immer durch und gucke, was alle schreiben und finde es total spannend. Jeden Abend, kurz bevor ich ins Bett gehe, ja, lese ich immer fleißig Anmerkungen. Macht tierisch viel Spaß, also macht mir eine Freude und haut in die Tasten. Ansonsten, wir sehen uns in der Zukunft. We'll be right back.